Ihnen ist richtig. Richtig. Warum? Sie hat dem, also die Nummer 9 von Schneewedding. Ja, Nölke, das ist Cindy Nölke. Genau. Hat den Ball angenommen. Der ist aber sehr weit zur Leine hin. Und da kommt man natürlich von den anderen Positionen sehr schwer hinterher. Ja. Ja, und dann ist er aufgeprallt und wenn er in der eigenen Hälfte aufprallt, darf er nicht rüber. So sehe ich es richtig. Richtig, genau. Und wenn er eben unterhalb der Leine aufprallt, aber noch im eigenen Spielfeld und dann praktisch ins andere Spielfeld springt, aber noch nicht aufprallt, dann kann man ihn auch wieder zurückholen, aber unterhalb der Leine. Ah, okay. Also es ist also kein Problem, ins gegnerische Feld zu laufen, egal wie weit, solange man den Ball wieder rüberkriegt. Genau. Drunter durchkriegt. Richtig, genau. Und man sollte natürlich die Mitspieler nicht die anderen Spieler nicht behindern. Sonst kann eben passieren, dass der Punkt oder der Ballwechsel wiederholt werden muss. Das heißt, wenn ich ihn dann auch wieder zurückspiele, darf der Ball auch dann im eigenen Feld wieder auch aufprallen. Richtig, genau. Ist wichtig nur, dass 3 Berührungen stattfinden. Oder dass dann beim dritten Mal das rübergeht. Genau. Worauf achtet ein Angriffsspieler, Shooter würde ich dazu jetzt einfach mal sagen, bei seinem Schuss? Welche Möglichkeiten hat er da, den Punkt zu landen? Also ganz in der Halle ist es ja besonders vorteilhaft, die Wandseite zu nutzen. Muss man natürlich auch üben, weil wie man sich richtig dreht und wie man den Arm richtig hält. Kurze natürlich, die sind natürlich auch, wenn man die richtig platziert, immer... Ja, kann man einen Punkt erwarten. Ja, also die Wand und kurze. Kurze sind so Heber oder sind das so diese Beschläge, die nach zur Außenseite weggehen, ganz kurz? Ja, das sind die eben so am besten wäre es natürlich innerhalb des 3-Meter-Raums aufprallen. Die eben sehr flach sind, die man nur einfach über die Leine abfallen lässt. Mhm. Genau. Also das, was wir mehrfach gesehen haben, wenn man dann so hinterher springt und nur so kurz antippt. Genau. Zum Beispiel. Ja, das ist, man hat es auf gerade bei eurer Seite immer wieder gehört, wie sie dann reinbrüllt. Gott! Ja, das ist, muss ein bisschen vorwarnen. Kann natürlich nicht vorhersehen, ob es jetzt zu kurz wird oder nicht. Aber dann weiß man schon mal, ich muss jetzt laufen und muss mich auf das vorbereiten. Ja, es hat leider nicht immer geklappt. So manches Mal seid ihr damit im Nachrücken nicht hingekommen. Nur ist das so, wie viel Shooter oder Angriffsspieler habt ihr bei euch? 2 feste. Eine, die eben jetzt in den Prüfungen steckt und dadurch kaum noch kommen kann. Aber die 2, Martina Müller und Diana Hürst, sind eben fest. Weil wir haben das erlebt gegen den TV Förde. Die hatten eben das Problem, nur eine Angriffsspielerin mitzuhaben. Und dann hat man die Angaben immer auf die andere Spielerin gemacht, denn, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, regeltechnisch, man darf nur einmal pro Runde quasi an den Ball. Ja, genau. Genau, wenn der Ball auf der Seite ist, darf man eben nur einmal berühren. Also der entsprechende Spieler dann. Ja, also nur 3 verschiedene Leute dürfen bei einem Spielzug berühren in der eigenen Mannschaft. Ja, das macht das Spiel ein bisschen komplizierter, ein bisschen, aber auch variantenreicher, weil man eben gewisse Spieler aus dem Spiel nehmen kann und somit auch sagen kann, ein guter Spieler macht keine gute Mannschaft. Ja, genau. Und man pickt sich natürlich immer, ist ja normal, dass man sich immer die Schwächsten rauspickt und wird der Ball aber dann bekommen, dann versucht man eine andere Lücke, wo man denkt, dass da ein Schwachpunkt ist. Ja, gucken wir doch mal jetzt in Bezug auf euer Spiel jetzt mal zu eurem nächsten Gegner und gucken uns mal die Schwachpunkte an. Okay. Wenn wir denn welche finden. Ja. Aber erstmal sehen wir einen starken Punkt, nämlich Nationalspielerin Cindy Nökel bei der Angabe. Ist es eigentlich, ich sehe gerade, sie steht so ein bisschen schräg, jetzt macht sie den Punkt. Sie steht so ein bisschen bei den ihrer. Ist das eigentlich, könnte ich mich auch rein theoretisch jetzt an die Außenlinie stellen und Angabe machen? Solange du im Feld bleibst, ist das völlig in Ordnung.
Und bei Rechtshändern ist es eben so, dass man eben manchmal rumrückt, damit man die Wandseite besser anvisieren, also das heißt anvisieren, aber es ist leichter für einen Rechtshänder, dann den Ball dahin zu schlagen. Und da muss man sich nicht so verbiegen. Und wie weit darf ich ans Netz ran bei der Angabe? 3 Meter, also die 3-Meter-Linie darf mit dem Standbein nicht übertreten werden. Sonst ist eben Übertritt und Fehler. Für die Zuschauer, die 3-Meter-Linie ist hier die orange-grüne. Richtig. Okay, ist das geklärt? Jetzt sehen wir wieder die kurze Variante. Da haben die Berliner frühzeitig reagiert. Ja, genau. Also manchmal sieht man das natürlich auch. Und wenn er sehr dicht an der Leine ist, dann kann man darauf schon spekulieren, dass man den abfallen lässt, weil es wenig Möglichkeiten gibt, wenn er so weit schon ist. Kann man sich darauf einstellen. Ja, das sind die Nörkel jetzt erneut mit der Angabe nach dem erfolgreichen kurzen Ball der Berlinerinnen. Und der war gut. Da haben wir jetzt gesehen. Gibt es eigentlich eine spezielle Zuordnung der Personen, der Position, wie die heißen? Also wir haben gelernt, der Außenverteidigung, rechts, links, rechts, aber jetzt der davor, gibt es da irgendeinen Namen für? Das ist der Hauptschlag. Das ist der Hauptschlag und Cindy ist jetzt der Nebenschlag. Und wir haben ja den Vorteil, dass wir eine Rechtsschlägerin und eine Linksschlägerin haben. Aha. Und dadurch kann man sich halt so gut abwechseln. Mhm. Ja, aber sonst ist halt einer der Hauptschlag, der eben meistens rüberspielt, weil der Nebenschlag immer rumlaufen muss, damit er besser steht. Mhm. Ja? Ja. Verständlich. 6-5 jetzt für Berlin im dritten Satz. Schubert. Jetzt wieder die kurze Variante. Diesmal gut aufgepasst. Und Nörke mit dem Querschlag nicht mehr zu holen. Nee, die sind natürlich auch sehr gut, wenn sie die direkt hinten auf die Linie, also oder knapp davor platziert. Das ist sehr schwer, die da noch rauszuholen. Ja, warum macht Schwerin das nicht? Weil das sehr schwer ist und manchmal hat man Glück und schwuppt den dann noch so ein bisschen ins Feld. Manchmal klappt das halt nicht und ist sehr schwer, dadurch, dass sie auch sehr nach außen drehen noch oder manchmal nach links und rechts drehen. Das hat man auch bei der Einschlagbau von Berlin gegen uns gesehen, dass sie die immer sehr stark nach außen dreht. Dadurch ist es auch schwerer, den Ball zu kontrollieren als annehmen. Das heißt, sie hat ihn in gewisser Weise einfach angeschnitten. Richtig. Stelle ich mir mit der Faust durchaus kompliziert vor. Nee, das ist gar nicht so kompliziert. Man hat immer zwei Varianten. Entweder spielt man mit der breiten Fläche der Faust oder mit der schmalen. Und wenn man mit der schmalen spielt und den Ball eben etwas weiter an der Seite trifft, dann kriegt er diesen Drall und ist natürlich top immer. Ja, so auf den kurzen Moment, wo ich jetzt mal so drauf auch geachtet habe, habe ich so da hinten in der Ecke links außen abwärts so die Schwachstelle bei Schneverdingen ausgemacht. Siehst du das genauso? Ja, was heißt Schwachstelle? Ne? Die sind natürlich alle, spielen alle sehr ruhig und konstant. Aber manchmal hat man eben den einen, der da vielleicht mit der Wand nicht so ganz klarkommt. Oder in dem Moment, in dem Spiel nicht so ganz damit zurechtkommt. Und dann nimmt man sich den natürlich und versucht sein Glück da. Ja, scheint mir so. Also gerade in der Fläche zwischen der Hauptschlägerin, wie du sagtest, und der Linksaußenverteidigerin. Da hat sich doch die eine oder andere größere Lücke aufgetan. Jetzt die kurze Aufschlagvariante von Laura Marowke. Und Pessler, und das ist Gewinner genau diese Stelle. Ja genau, das ist nämlich auch sehr schwer, wenn sie vorgeht oder in das Feld reinrückt. Das sieht man natürlich als Schlägerin. Und dann versucht man die natürlich, reicht auch kurz danach zu platzieren und Punkt halt. Ja, und jetzt haben wir nach den beiden klaren Sätzen für Schneverding plötzlich Satzball für Berlin. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt wieder in die Richtung geht oder ob man jetzt... Ne, jetzt schlägt man eine kurze Variante. Ah, noch gut gelöst.
Und das ist der Punkt für Berlin und der Satzgewinn für Berlin. So, und auf geht's in Satz Nummer 4 mit einem Gewaltschlag von Cindy Nörkel ins Nichts. Und wir haben uns jetzt mal in der kurzen Pause etwas informiert über Hasis Namen. Also Hasang Nguyen. Ich probier's nochmal. Nguyen. Schwieriger Name. Da haben unsere asiatischen Freunde ein paar Vorteile, was die NG-Lautbetonung angeht. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu üben, denn ich denke, wir werden noch das eine oder andere Mal beim ESV vorbeischauen und ich werde üben. Mal gucken, ob das nächste Mal dann besser funktioniert. Das ist der 1:1-Ausgleich für Schneeberding und Ulrike Schubert mit der Angabe. Und es ist wieder dieselbe Position, wo sie hinschlägt. Richtig, so, ja, genau. Neben Hauptschlagfrau und schön dahinter. Ja, muss ein bisschen mehr Einsatz zeigen. Also nachdem wir das beobachtet haben, musst du gleich weitergeben an eure Schlagleute. Ja, und guck. Okay. Und dann wird es so kommen, wie es immer kommt. Genau dann haben die ihre Schlagphase. Ja, den suchen wir uns an, den Schwachpunkt. Ulrike Schubert jetzt mit der... zu... Doch guter Schlag, aber eigentlich etwas zu mittig, den konnte sie noch... eigentlich bekommen wir aufgrund der Geschwindigkeit, war der nicht mehr abzuwehren. Ja genau, sie hat, also was auch bei uns in der Mannschaft auch zu sehen ist, die Mitte ist einfach zu schnell vorgegangen. Und das hat sie natürlich gesehen und hat sie, der war okay, jetzt war zu holen, aber hat sie gesehen und sie direkt angespielt. Wäre sie hinten geblieben, hätte sie den normalen nehmen.